Nein, nein! Bevor ich nachgucken konnte, ob ich nochmal... Scheiße! Ja, hallo zurück, meine Lieben, zu Rage Blamer. Und darf ich euch mal was sagen? Also, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass der Level zurückgesetzt worden ist. Aber er ist nicht nur einfach zurückgesetzt worden, sondern... Wir haben auch unsere Axt nicht mehr im Menü. Ist das nicht toll? Das heißt also, wir müssen uns die Axt wiederholen, dann müssen wir den Level nochmal von vorne anfangen. Und bla und blub. Aber ich habe mir jetzt mal die Freiheit genommen. Ihr seht schon, ich springe unnatürlich hoch. Ja, ich habe jetzt, damit wir in diesem Level auch mal weiterkommen, wir können ja nicht unendlich Rage Blamer Chakan machen, habe ich ein bisschen gemogelt. Also, ich kann euch sagen, ich habe den Super Jump an und ich habe unlimitierte Energie an und hoffe einfach mal, dass das reicht. Aber unlimitierte Energie scheint anscheinend nicht zu klappen. Ich habe nämlich, glaube ich, gerade Energie verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja, egal. Der Super Jump alleine, der ist schon Gold wert, weil ihr habt ja gesehen, wie beschissen... Nee, Energie geht weg. Scheiße. Naja, egal. Hauptsache, wir haben den Super Jump schon mal. Der ist nämlich... Der ist Gold wert. Aber das habt ihr ja schon in den anderen Folgen gesehen von dem Spiel. Weil Sprünge sind hier ja eigentlich unmöglich. Eigentlich dürfte man dieses Spiel gar nicht mit Springen spielen. Hätte man lieber einen Sidescroller draus gemacht aus dem Scheiß hier. Aber egal, jetzt schaffen wir das hier wahrscheinlich dafür besser. Ah, okay, da muss ich dann anders abspringen. Und zwar vor dem vorletzten am besten. Zam, bam, bam, bam. Ja gut, aber solche Dinger hier haben wir ja jetzt trotzdem. Ah gut. Ah. Nur 2 Energie. Ja, dann muss ich gleich Unverwundbarkeit anmachen. Dann geht das nicht anders. Ja. Ja, hier müsste jetzt gleich wieder dieses komische Vieh kommen. Ah! So ist das aber vorhin nicht passiert. Nein! So war das vorhin nicht. Vorhin ging das da viel einfacher mit diesem Kackvieh. Warum reagiert der auf einmal anders? Das kann doch gar nicht sein. Wollte schon sagen, bleib ja weg, du Kack. Du Kackfresse, du. Es läuft uns schon wieder die Zeit davon, wegen dem Scheiß. Deswegen, ich hatte eigentlich so den Eindruck, dass man genug Zeit hat. Aber das täuscht. Mann. Kennt ihr das, wenn ihr den Eindruck habt, ihr habt ein Spiel schon mal gespielt, ihr spielt es nochmal und das ist schwerer geworden? Genau dieses Gefühl beschleicht mich gerade. Ah. Vielleicht bin ich aber auch unachtsamer geworden. Meine Fresse. Habe ich hier eigentlich auch irgendwo... Doch, hier, da müsste doch Energie sein, oder? Bäm! Hätte ich vielleicht ein bisschen später machen sollen. Ist jetzt noch ein bisschen früh gewesen.
Egal, shit happens. Mann, vorhin sind keine scheiß Kackspinnen von hinten gekommen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Komm, stech dich selber auf, du scheiß Viech. Geh schon kaputt. Du bist hässlich, deine Mutter war ein Schaf. So. Tada, da haben wir die Axt wieder. Und jetzt werdet ihr sehen, wenn wir jetzt da wieder reingehen, ist das ein ganz anderer Level, aber das haben wir vorhin ja auch schon mal gesehen. Oder in der letzten Folge. Wenn ihr sie geguckt habt. So, wenn das nicht mal eine Abkürzung ist. Hoffe ich. Nee, natürlich nicht. Landen wir sonst wo. Wo wir eigentlich gar nicht hin müssen. Nein. Meine Fresse, nee. Oh. Mann! Ich glaube, Invincibility ist an dieser Stelle noch vorteilhafter als der Super Jump. Wenn man so oft zurückgeschmissen wird von der Kacke hier. Oh nein! Das ist unglaublich. Unglaublich. Nee, wir haben ja gesehen, wir müssen in die andere Richtung. Wir waren ja hier schon beim Endgegner. Vielleicht habe ich noch genug Potions, um gleich meine Energie nochmal aufzuladen. Das wäre natürlich fein. Eine echt feine Sache. Von dem Spiel, aber ich erwarte von dem Spiel keine Fairness. Oh, 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 oh. Nein, nein! Bevor ich nachgucken konnte, ob ich nochmal scheiße! Nein, nicht, ob ich nochmal scheiße. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich kann es nicht glauben, dass wir so verfickt lange diesen scheiß verfickten Kacklevel spielen. Und dass ich so oft das F-Wort benutze heute. Nee, da ist falsch. Da ist auch falsch. Es gibt übrigens auch einen Sheet für unbegrenzte Zeit, aber den wollte ich jetzt nicht nehmen. Mann! Wir wollen es ja auch nicht zu einfach machen, ne? Oh. Da wollte er schon wieder nicht weitergehen. Da ist er einfach stehen geblieben. Oh, da stehe ich gerade auf, ey. Das ist unglaublich. Unglaublich. Jetzt muss ich wirklich schon an jeder Ecke stehen bleiben. Damit ich sicher gehe, dass ich nicht kaputt gehe. So, Moment.
Natürlich habe ich nichts für nochmal neue Energie. War ja klar. Ja, das geht ja einfach. Das finde ich eigentlich das einzig Gute, ne? Hier muss man einfach nur den Knopf gedrückt halten. Für das Schwert. Und dann springen die Feinde von selbst rein. Oh, jetzt habe ich eine Spinne durchgelassen. Das wird nachher bestimmt mein Tod sein. Guck mal, die... Oh! Jawohl! Bam! Gucken wir mal nach. Hier Kontrolle, damit ich auch nichts Falsches gesagt habe. Da. Jetzt haben wir zwei so blaue Punkte. Ich weiß nicht, was jetzt das nächste, ob das... Komm, wir versuchen den Level einfach weiter. Bringt ja alles nichts. Auch wenn ich jetzt schon wieder mit den Nerven total am Ende bin. Was macht denn eigentlich für einen Sinn, immer in denselben Level reingehen zu müssen? Boah. Ey, hallo? Selbst mit Supersprung komme ich da oben nicht hin. Ah, und dann kann man damit wieder keinen Doppelsprung machen. Das ist doch nicht wahr. Haha. Oh nein! Toll. Für so eine billige, scheiß, durchsichtige Potion bin ich da reingesprungen. Und komm hier nicht wieder raus. Oh nein! Ja, ohne den Haken könnten wir jetzt hier nichts haken, ne? Was war das denn jetzt für ein doofer Spruch von mir? Ohne Haken könnten wir jetzt hier nichts haken. Schon wieder nur eine durchsichtige Potion. Was haben wir denn jetzt hier alles? Drei Potion. Ja, okay. Geht's hier eigentlich auch noch weiter runter? Ne, jetzt müssen wir wirklich runter. Ach so, und dann muss man schnell wechseln und dann muss man am besten alles gleichzeitig machen. Ja, nee, das ist die unfairste Stelle neben diesem Sprungdingen, was ich jetzt hier meistern musste vorhin, die ich bis jetzt kenne. Ist ja unfassbar. Oh. Ich will die Potion. So. War klar, dass ich in eine Sackgasse gehe. Whatever. Ja. Ich reg mich darüber nicht auf. Ich reg mich über nichts mehr auf. Doch! Verdammt. Gut, wir behalten aber die Potions. Das ist schon mal wichtig. Ja, komm, jetzt bin ich sowieso schon so angeschlagen. Das Problem an dieser Stelle ist einfach... Okay, ich vergesse meine Hassrede. Boah, nee. Wo soll ich denn da überall lang gehen?
Wäre echt mal schön, wenn man so eine Level, so eine Vorgabe hätte, wo man lang muss. Boah, ist das schwer, ey. Hier kommt man ja nirgends lang, ohne kaputt zu gehen. Boah, wie weit runter muss ich denn? Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Also ich muss sagen, so schwer die Level auch sind, ja, so billig sind die Endgegner. Guck mal, die rennt immer hin, Schwert und raus. Und raus. Und raus. Aber ich glaube zumindest, dass ich ihr weh tue. Es sieht zumindest so aus. Sie blinkt halt die ganze Zeit. Das hält die aber lange aus. Brauche ich für die vielleicht eine spezielle Waffe? Man weiß es nicht. Ah ne, ich habe ihr auf jeden Fall was abgezogen. Ja, und jetzt bin ich tot. Ah, war schlau von mir, das so zu machen. Nicht. Und ich habe mir den Weg nicht gemerkt. Verfluchte Kacke. Naja, einfach runter. Guck mal, wie als wenn er sagt, komm her. Warum geht denn jetzt dieses Kackding da nicht kaputt? Ach man, ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Boah, echt, ey. An dem Tag, an dem ich dieses Spiel schaffe, mache ich 5000 Kreuze. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Oh, 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 oh. Moment. Nein, ich habe natürlich doch da. Zack. Zack. Ja, dann müssen wir jetzt einfach nur warten, bis sich selbst umgebracht hat. Dann würde ich sagen, trinken wir mal ein Teechen. Und warten einfach auf das Ende vom Level. Njam, njam, njam. Lecker grüner Tee. Aber ist ja nichts Neues für meine Abonnenten und Zuschauer und Fans. Obwohl ich dieses Wort Fans immer noch sehr, sehr ungern in den Mund nehme. Um Fans zu haben, muss man ein Star sein. Aber ich sehe mich so nicht. Ich frage mich gerade, ohne diesen Trick, wie man das sonst schaffen soll, diesen Endgegner zu besiegen. Guck mal, wie abartig viel der ab kann. Und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Meine Zeit läuft ja da unten noch immer weiter. Jawoll! Mit nichts tun gewonnen! So, jetzt haben wir dann noch einen großen blauen Punkt. Gucken wir mal auf die Uhr. Ja, wir können nochmal reingucken in den nächsten Level. Weil ohne Frage geht der Level ja trotzdem noch weiter, oder? Oh! Wir haben den Level tatsächlich komplett gemeistert! Woo! Ja, das ist doch klasse. Dann gehen wir mal in einen anderen Level. Der war irgendwo da drüben, ne?
wo wir hier noch den einen haben. Da haben wir ja die Sichel her. Gucken wir mal, was wir da reißen können. Noch. Dim, 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 dim. In den nächsten paar Minuten. Die Folge ist ja auch schon wieder fast rum. Mein Gott, das geht so schnell hier. Nein, tut's nicht. Wenigstens gibt's hier nicht diese blöden Kack... Oh. Was ist das denn? Wenigstens gibt's hier nicht diese blöden Kackspinnen, die auf dem Boden rumkrabbeln und einem die ganze Zeit hier das Leben schwer machen. So Fledermäuse, die mal von da und von da kommen. Damit kann ich leben. Und mit Feuerleveln sowieso. Solange es keine Eislevel sind. Ihr kennt ja meine Aversion gegen Eislevel. Ja, war natürlich auch besonders schlau von mir. Nein! Okay, man sollte nicht zu tief fallen in diesem Level. Habe ich eigentlich... Nee, Zutaten dafür habe ich leider nicht. Ja, das ist eigentlich ganz praktisch mit der Taste halten und dann so ein bisschen hin und her fuchteln nur. Das haben sich die Programmierer gut überlegt. Ah, ich muss hier schnell weg. Ha. Ausgetrickst. Oh, was ist das denn? Ah, da muss ich bestimmt mit der Sichel ran. Oder auch nicht. Hallo? Wie soll das denn gehen? Oder muss ich da irgendwas anders machen? Probieren wir noch einmal. Ansonsten müssen wir erstmal einen anderen Level machen. Vielleicht fehlt uns ja auch noch was. Es gibt ja, glaube ich, noch eine Waffe, die uns fehlt, ne? Würde ich mal sagen. Oder ein, zwei, drei Waffen vielleicht sogar. Ah ne, so viele Level haben wir gar nicht. Aber ich kann mir gut denken, dass uns noch irgendwas fehlt. Wir brauchten ja auch die Sichel, um weiterzukommen in dem Level gerade. Ohne Sichel wären wir da gar nicht weitergekommen. Ach, scheiße, zu früh. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen... Oder muss ich da runterfallen vielleicht? Nee. Ich kann mir nur vorstellen, dass man sich da irgendwie einhaken muss. Ich kann mir jetzt gerade nur nicht vorstellen, wie. Weil weiter geht's hier nicht. Ja, nee. Dann, würde ich sagen, beenden wir diese Folge Rage Blamer hier und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich wieder ein bisschen schlauer bin. Okay, bis dahin. Ciao.